eine kleine Vorweihnachtsgeschichte von Monika Schilling. Weihnachtsdeko, Vater und Mutter schmücken das Haus. Trampel, trampel, rumpel, rumpel, knarz, dröhn, krack, knall, kaputtisch. Hui, mich dünkt, da steigt der Weihnachtsmann durch unseren Schornstein. Große Freude erfüllt mich. Nee, wie schön ist das denn? Der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, meint auch unser Hund ganz glücklich und wedelt wie irre mit dem Schwanz. Allerdings fällt mir ein, es ist doch viel zu früh. Was kann er denn jetzt schon bei uns wollen? Doch kurz darauf enthüllt sich das Geheimnis. Klar, es handelt sich gar nicht um den Weihnachtsmann, sondern um den Vater, den ich vor Wochen auf den Dachboden scheuchte, um die Adventsdeko zu holen. Natürlich, ja. Jetzt, wo er polternd die Treppe herunterstiefelt, aber gleichzeitig lautstark zwei Kartons aus dem überfüllten Arm verliert, fällt's mir siedendheiß wieder ein. Stimmt, ich hatte ihn ja schon bei der Polizeidienststelle als verschollen gemeldet. Er flucht und schimpft irgendwas von Weihnachten und so und reibt sich die Beule am Kopf, die er sich oben im Gebälk des Speichers zugezogen hat. Jetzt weiß ich etwas sicher und habe ruhigen Gewissens alle die guten Botschaft zu verkünden, Weihnachten ist nicht mehr weit. Der Terror um den Weihnachtsschmuck geht in die Startlöcher. Vater hat ein Riesenholzschwein für den Eingang mit heruntergebracht und den Frühjahrstürkranz, den Mutter schon seit 100 Jahren vermisst. Dazu die Osternester, die wir damals, als die Kinder noch klein waren. Ach ja, und die erste Puppe von unserer Tochter. Mutter möchte aber Schneemann XY für Vitrine AB. Vater behauptet steif und fest, den hätten wir nie besetzen. Auf der Vitrine stünde in der Adventszeit niemals ein Schneemann. Wäre ihnen aufgefallen. Außerdem, was willst du jetzt noch mit dem? Ich habe doch alles Wichtige gefunden. Er deutet triumphierend auf das Holzschwein, den Ostertürkranz, die Nester und die Puppe. Mutter beharrt auf ihre Aussage. Doch, der Schneemann hat immer da gestanden. Der muss in Karton 567 sein, weiß ich genau. Vater wird fuchsverwitzelt. Kann nicht. Ich habe alles letztes Jahr in Ecke 378 gestellt. Da ist er nicht, also haben wir auch nicht so einen Schneemann XY. Mutter bricht heulend zusammen. Vater erstarrt in frostig klirrendem Schweigen. Erst nachdem Mutter androht, den Hund und die Koffer zu packen und zu ihrer Schwiegerin aufs Land zu flüchten, setzt Vater sich brummelnd und zögerlich in Gang und steigt, sich betont, schmerzerfüllt, an den alten, überforderten Rücken fassend, wieder auf den Speicher. Verhungern will er nun auch nicht. Schreit viel zu schnell von oben, hier ist kein Karton 567, sag ich doch. Mutter weiß genau, dass er noch gar nicht nachgeschaut hat. Und schwingt sich selbst die steile Treppe hinauf. Vorsichtig, damit er die Knarzenstufen nicht hört. Vater, dieses Risiko, Mutter NSA nicht einkalkulierend, sitzt glücklich vor seinen 50 Bananenkartons mit alten LPs. Und küsst und herzt selbige ausgiebig. Obwohl er allerdings unten als CD hat. Klärt irgendwas von Nichts klingt so gut wie zerkratzte Platten. Und kriegt sich nicht mehr ein in seine 70er Jahre. Mutter könnte schwören, dass er in den letzten Wochen oben auf dem Dach gar nichts gesucht hat, sondern traumvergessen mit seiner alten Eisenbahn spielte. Klar, dass er bestimmte Spinnenbänder nicht fand. Sie standen nämlich, jawohl, in Karton 567, genau vor seiner Nase. Mutter könnte den Vater mit Sinn und Verstand einer reinhauen, tut sie aber nicht, weil sie ihn vielleicht doch nochmal braucht, um den Osterschmuck zu suchen. Bis zum nächsten Weihnachten sollte er ihn dann eigentlich gefunden haben. Vielleicht. Ach ja, ihr Lieben, ich sollte vielleicht noch hinzufügen, dies ist eine wahre Geschichte, die Monika Schilling aus dem Leben gegriffen hat. Aus ihrem Leben. Also ich denke mal, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute oder mehr wird es wahrscheinlich so ähnlich gehen. Ja, Weihnachtsdeko ist recht schön, aber das Suchen,